Der 9. Bassena Talk. Nachhaltigkeit und Gemeinwohl. Zwischen Freiwilligkeit und Regulierung. Heute zu Gast Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat Julia Herr. Initiator der Gemeinwohlökonomie Christian Felber. Im Anschluss sorgt die Wiener Newcomer Bluesrockband Devil Smoke mit bekannten Covers und Classics für gute Stimmung zum Sonnenuntergang. Direkt, ehrlich und authentisch. Präsentiert von Daka Hausbetreuung GmbH. Herzlich willkommen. Wir würden gerne starten zum 9. Bassena Talk. Vielen Dank, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich auch über die Leute, die hoffentlich zahlreich auf YouTube zuschauen, jetzt oder später. Und wir haben uns überlegt, jetzt werden wir dieses Mal uns darum ein bisschen auseinandersetzen, was Unternehmen und Unternehmer tun können, Unternehmerinnen tun können, um nachhaltig und im Sinne des Umweltschutzes zu wirtschaften. Und dazu haben wir das perfekte Podium dazu. Zum einen die Julia Herr, sie ist Abgeordnete im Nationalrat von der SPÖ und außerdem dort Umweltsprecherin. Schön, dass du da bist. Und dann haben wir links von mir den Christian Felber. Er ist Mitbegründer der Gemeinwohlökonomie. Bevor ich jetzt zu viel rede und sage, was Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlbilanz bedeutet, möchte ich den Christian Felber bitten, dass er ein bisschen einen Roundup bietet, was das bedeutet. Ja, sehr gerne. Guten Abend und danke für die Einladung. Danke auch gleich für das Engagement. Wir freuen uns immer als Bewegung, als breite soziale Bewegung, freuen wir uns immer, wenn die Unternehmen, die Instrumente der Gemeinwohlökonomie anwenden, sich auch darüber hinaus engagieren, den öffentlichen Diskurs befruchten und verschiedene Akteurinnen zusammenbringen. Also, die Gemeinwohlökonomie ist Nomen est Omen, der Name sagt es, ist eine Vorstellung von Wirtschaft und Wirtschaften, in der alle wirtschaftlichen Aktivitäten prinzipiell auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind oder sein sollen. Wie exotisch ist das? Wie neu ist das? Ich zitiere eine aktuelle Verfassung, Zitat, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das ist die bayerische Verfassung. Also das ist nur ein Beispiel von vielen Verfassungen, dass das weder neu noch exotisch ist. Es wäre eigentlich immer so gewesen, wenn man schon an den Ursprung des Begriffes Ökonomie geht. Die ursprüngliche griechische Oikonomia war von ihrer Definition her eine Gemeinwohlökonomie. Erst später wurde sie verkehrt in etwas anderes, in Kapitalismus verkehrt. Und damit wir hier ganz genau verfolgen können, wo sich die Spreu vom Weizen gespalten hat, hat Aristoteles uns vor 2300 Jahren eine blitzsaubere Definition hinterlassen, was Ökonomie vom Kapitalismus unterscheidet. Er hat definiert, dass es in der Ökonomie um das Wohl aller geht. Damals noch der Haushaltsmitglieder, heute könnte man sagen, aller Mitglieder einer Volkswirtschaft oder der Weltwirtschaft. Das ist die Definition der Ökonomie. Und er hat dann ganz klar betont, unendlich oft wiederholt, Geld, Kapital und materielle Güter sind nur Mittel, um dieses Ziel erreichen zu helfen. Und wenn sich das verkehren würde, wenn wir primär nach Geld oder Kapitalmehrung oder materiellen Gütern streben würden, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr, dann wäre das in den damaligen Worten Krematistike, das muss man sich nicht merken, weil heute haben wir eben den Begriff Kapitalismus dafür. Und das ist eine ganz wichtige, fundamentale Unterscheidung, dass Kapitalismus und Ökonomie aus dieser ursprünglichen Sicht Gegenteile sind. Das wird heute nicht gelehrt in der ökonomischen Bildung, weder in den Handelsakademien, in den typischen, wir haben ja hier eine Ausnahme zur Seite, noch, und das ist viel wichtiger, an den Wirtschaftsuniversitäten. Das wird dort nicht gelehrt. Aristoteles ist überhaupt kein Thema dort, obwohl das eine ganz wesentliche Unterscheidung ist. Und heute praktizieren wir Kapitalismus in der Bedeutung, dass das Primärziel eines Unternehmens der finanzielle Gewinn ist, also das, was in einer echten Ökonomie die Mittel sind. Das Primärziel einer Investition ist die Finanzrendite und das Primärziel einer Volkswirtschaft ist heute das finanzielle Bruttoinlandsprodukt. Und methodisch ist das die Ökonomie auf den Kopf gestellt, darum mache ich immer Kopfstände, wenn ich gerade nicht in einem bequemen Lehnsessel sitze in meinen Vorträgen. Und eine auf den Füßen stehende echte Ökonomie
würde, so wie Aristoteles es definiert hat, so wie es heute in vielen Verfassungen, nicht nur der bayerischen, steht, den Erfolg einer Volkswirtschaft mit einem Gemeinwohlprodukt messen. Das heißt, da würden wir primär und direkt messen, wie gesund wir sind, wie zufrieden wir sind, wie glücklich wir sind, wie solidarisch wir sind, wie nachhaltig und demokratisch wir sind. Und jedes Unternehmen würde ganz selbstverständlich, weil das Sinn und Zweck der Wirtschaft und jeder wirtschaftlichen Aktivität ist, seinen Beitrag mit einer Gemeinwohlbilanz zuerst messen, neben der Finanzbilanz. Die wird deshalb nicht in den Mülleimer geworfen, die brauchen wir, um zu wissen, ob ausreichend Mittel vorhanden sind. Aber der Erfolg, der primäre Unternehmenserfolg und der Zweck einer wirtschaftlichen Aktivität, die ein Unternehmen erbringt, wird in der Gemeinwohlbilanz gemessen. Und jede Investition muss zuerst eine Gemeinwohlprüfung erfolgreich durchlaufen, damit sichergestellt ist, damit mit dieser Investition, die ein Stück wirtschaftliche Zukunft schafft, damit das Klima nicht aufgeheizt wird, dass die Menschenrechte nicht verletzt werden, dass der gesellschaftliche Zusammenhang nicht auseinandergerissen wird und dass die Verteilung nicht extrem ungleich wird. Deshalb braucht es da eine Gemeinwohlprüfung vor jeder Investition. Das macht die Bank der Zukunft genauso selbstverständlich, wie sie heute die finanzielle Risikoprüfung macht. Und in a nutshell, also in den kürzestmöglichen Worten, wäre das Grundgerüst einer Gemeinwohlökonomie. Julia, du warst eigentlich jetzt sehr aktiv tätig bei dem Thema Lieferkettengesetz und jetzt hat die EU ist davor geprescht mit einem Entwurf mit einer Vorgabe. Wie ist die für dich? Ist damit die Welt in Ordnung? Ist sozusagen dein Ziel erreicht hier? Dann darf ich auch zu Beginn einmal Danke für die Einladung sagen. Es freut mich auch sehr, heute hier zu sein. Vielleicht gleich vorweg, also das ist natürlich nichts, was jetzt irgendwie gegenübersteht. Auf der einen Seite Gemeinwohlökonomie, die ja den Anspruch hat, irgendwie Wirtschaft neu zu denken, und ein Lieferkettengesetz, das natürlich nicht den gleichen Anspruch hat, sondern einfach ein Gesetz im aktuellen System ist, um die Welt, in der wir leben, etwas besser zu machen. Aber das ist nicht der Anspruch jetzt von einem gesamthaften Konzept, sondern es ist wirklich ein konkreter Vorschlag, aber trotzdem ein sehr wichtiger. Was ist ein Lieferkettengesetz? Ich erkläre das vielleicht ganz kurz, nur zu Beginn. Es geht einfach darum, dass wir die ganze Zeit sehen, dass strukturell arbeitende Menschen ausgebeutet werden auf der Welt, ja, indem sie zu wenig Lohn beispielsweise bekommen, aber auf ganz viele andere Orten, Kinderarbeit und so weiter, und dass gleichzeitig die Umwelt ausgebeutet wird, unsere Ressourcen und so weiter. Und wir sehen aber, dass das nicht eben zufällig passiert, sondern strukturell die ganze Zeit, weil so gewirtschaftet wird, um möglichst viel Gewinn zu erzielen. Und das tut eigentlich jedes Unternehmen, jeder Konzern. Und was das Lieferkettengesetz versucht, ist, dass du die Verantwortung auch tatsächlich wieder bei den Unternehmen hast. Das heißt, dass jedes Unternehmen selbst garantieren muss, dass entlang der gesamten Lieferkette Menschenrechte, aber auch Umweltrechte eingehalten werden. Und das ist eigentlich eine ziemlich große Umkehr zu jetzt. Ja, jetzt musst du mal nachweisen können, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, in Bangladesch hat eine Textilfabrik gebrannt, da sind ganz viele arbeitende Menschen daran gestorben, da hat es überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen gegeben, nichts. Ja, das hat man dem Unternehmen einmal nachweisen müssen, dass das irgendwie dafür haftet. Aber natürlich, dort ist produziert worden für den europäischen Markt. Also das ist, was wir dann in den Geschäften kaufen. Und das Lieferkettengesetz dreht es jetzt um und sagt, nein, jeder ist schon selbst verantwortlich für seine Lieferkette und muss entlang wirklich des gesamten Prozesses, welche Rohstoffe verwende ich, wie werden die dann verarbeitet, wo wird das Produkt verkauft, wo wird es dann auch wieder recycelt, wie wird mit dem gehandelt, also entlang der gesamten Lieferkette haften, dass es zu keinen Menschenrechtsverstößen kommt und auch nicht zu Umweltverstößen. Das ist die Idee vom Lieferkettengesetz. So wie jetzt der Vorschlag der EU-Kommission ist, der ist natürlich unglaublich entwässert. Ja, also das haben wir aber schon gewusst. Der zuständige Kommissar, der hat eigentlich recht mutige Ansagen getätigt. Dann hat es ganz viel Lobbying gegeben, also ganz viele Unternehmen, die gesagt haben, na, aber da muss man aufpassen und so leicht ist das nicht und hin und her. Auf einmal waren schon zwei Kommissare, die dafür zuständig waren, schon viel schwieriger geworden. Und der Entwurf, der jetzt vorliegt, betrifft dann wirklich nur einige wenige Unternehmen, also nur die allergrößten, die jetzt da haften müssen für ihre Lieferkette. Und alle, die zu klein sind, müssen nicht haften. Das Ganze betrifft jetzt auch nur Menschenrechte. Und beim Klimaschutz ist einfach so, man muss selber einen Plan vorlegen, wie man klimaneutral werden muss, der aber keinerlei Sanktionen oder sonst irgendwelche Folgen hat. Das reicht uns natürlich überhaupt nicht.
Wir fordern außerdem ein, dass es nicht nur so ein EU-Lieferkettengesetz braucht, sondern auch ein österreichisches Lieferkettengesetz. Es gibt sowas schon in Deutschland, es gibt sowas schon in Frankreich. Auch dort sind jetzt nicht so weitreichende Gesetze, wie wir uns das wünschen würden, aber es ist heute ein Anfang. Und es gibt auch schon die ersten Klagen. Und zwar kann man dann wirklich, wir als Konsumenten, als Konsumentinnen können klagen, aber auch die Betroffenen vor Ort, ja, wenn in Südamerika, wenn in asiatischen Ländern, wenn in afrikanischen Ländern, wenn dort Menschen ausgebeutet werden, um für den europäischen Markt billig Produkte herzustellen, nur dass ein paar wenige dann die Gewinne abschöpfen, weil die Mehrheit hat ja davon nichts, dass die Menschen, die dann wirklich ausgebeutet werden, auch klagen können vor europäischen Gerichten, dass man irgendwann einmal diesem ganzen Prozess halt auch einen Strich durch die Rechnung macht und dafür sorgt, dass das wirklich auch aufhört. Eigentlich ist es jetzt so, das haben auch die letzten zwei Jahre irgendwie gezeigt, dass jeder Unternehmer eh schon unter Bürokratismus irgendwie schnauft. Und das fing schon an vor Jahren mit dieser DSGVO, mit dieser unsäglichen Regelung, der eigentlich in erster Linie irgendwie in Bürokratismus gemündet ist. Und ging jetzt sowieso die letzten zwei Jahre mit irgendwelchen Vorschriften und Sachen weiter. Aus deiner Sicht, wieso sollte sich das ein Unternehmen antun, dass es jetzt freiwillig auch noch eine Gemeinwohlbilanz erstellt? Wieso sollte man diesen Weg, der doch sehr aufwendig ist, so wie wir es jetzt erleben, die Barbara und ich? Ja, also jetzt könnte ich sehr reflexartig antworten. Es machen ja schon über 1000 freiwillig, weil es ihnen so ein wichtiges Anliegen ist. Aber bevor ich zum Aufwand und zur Freiwilligkeit beziehungsweise denen, die es ja noch nicht freiwillig machen, gehe, würde ich gern ein bisschen ein größeres Bild hier ins Auge fassen, nämlich Regulierungen nehmen exponentiell zu und das ist tatsächlich ein Problem. Darum muss man auch schauen, ob es tatsächlich ein Lieferkettengesetz neben der Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie, die ja auch in österreichisches Recht umgesetzt wurde und die nächste revidierte Richtlinie wird auch wieder umgesetzt werden, muss man schauen, ob es das alles braucht. Ich spiele konkret auf eine Untersuchung, mit wie vielen Seiten Gesetzestext die Finanzmärkte nach der Krise 2008, wo wir, glaube ich, sehr ähnliche Positionen haben, was am dringendsten reguliert werden müsste. Wir stellen uns an erster Stelle vor, dass große Banken nicht mehr so groß werden dürfen, dass die wichtigsten spekulativen Geschäfte schlicht verboten werden sollen und vielleicht noch als drittes, was ich schon gesagt habe, dass Finanzierungen jeder Art einer Gemeinwohlprüfung unterzogen werden müssen. Das wären wenige, aber sehr weitreichende, sehr nachhaltige Regulierungen. Und was seit 2008 gemacht wurde, sind 34.000 Seiten Gesetzestext. Das ist einer der Hintergründe, warum auch neue Akteure überhaupt keine Chance mehr haben, weil da brauchst du Dutzende von Mitarbeitenden, die überhaupt nur diese sogenannte Regulatorik erfüllen können, die manchmal dann zur Strangoregulierung wird und viele Unternehmen überhaupt keine Chance mehr haben. Und das bedeutet dann, dass die größten Konzerne, die eigentlich viel zu groß sind, als dass sie noch demokratieverträglich wären, die übrig bleiben, weil die sich noch leisten können, diese Regulierung. So. Das heißt, Regulierung ist kein Selbstzweck. Ich bin für strengere Regulierungen, aber die könnte man auf weniger Seiten Gesetzestext unterbringen. Und wenn man jetzt gleich das Beispiel Gemeinwohlbilanz und Lieferkettengesetz und das Dritte, was ich jetzt gesagt habe, die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht auf EU-Ebene, die könnte man zusammenfassen. Zunächst das Lieferkettengesetz, das ist unserer Ansicht nach in der Gemeinwohlbilanz vollständig in der Zeile A enthalten. Die Zeile A zur Erklärung, das sind die Zulieferbetriebe eines jeden Unternehmens. In der Zeile B sind dann die Geldgebenden, in der Zeile C sind die Mitarbeitenden, in der Zeile D die anderen Unternehmen und in der Zeile E die Gesellschaft und der Planet. Also alle wichtigen Interaktionspartner eines Unternehmens. Und wenn ein Unternehmen die Gemeinwohlbilanz erstellt, dann hat es damit inhaltlich alles, was in einem guten Lieferkettengesetz drinnen sein soll, miterfüllt. Und wenn man es natürlich entsprechend verbindlich macht und nicht auf freiwilliger Basis, das wäre gleich eine ganz wesentliche, vorentscheidende Bemerkung von unserer Seite. Wir wollen, dass die Gemeinwohlbilanz Gesetz werde. Das ist zwar eine zusätzliche Regulierung, aber die ist essentiell. Die Finanzbilanz ist ja auch nicht freiwillig, sondern alle Kapitalgesellschaften müssen eine
Finanzbilanz erstellen. Und unsere Analogie wäre, alle Unternehmen, die eine Finanzbilanz erstellen müssen, die sollten auch unter das Lieferkettengesetz fallen, aber es würde ausreichen in der Bedeutung, dass sie eine Gemeinwohlbilanz verpflichtend erstellen müssen. Und dann könnte man all das, was wir jetzt inhaltlich uns wünschen, dass keine Menschenrechte verletzt werden in der Zulieferkette, dass das Klima verbindlich und auch einklagbar geschützt wird in der Zulieferkette, das könnte man dann hier mit einer Gesetzesmaterie miteinander verbinden. Und dann wäre der Anreiz nicht nur von den überzeugtesten der Unternehmen, die jetzt schon 1000 sind, wie gesagt, weil wenn hier Lieferkettengesetz, Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht, Taxonomie, ESG, Offenlegungsverordnung und, dann werden die Unternehmen sagen, das ist uns alles viel zu viel und werden gegen jede dieser Regulierungen sein. Und aus unserer Sicht wird hier das Pferd, die Wirtschaft nachhaltig zu transformieren, von 5, 6 verschiedenen Seiten jeweils extra aufgezäumt. Und wir glauben schon, weil wir halt von einer ganzheitlichen Vorstellung, wie Wirtschaft intrinsisch nachhaltig sein sollte, also wie überall die Menschenwürde, die Solidarität, die Gerechtigkeit, die Nachhaltigkeit und die Demokratie, das sind die 5 Kernwerte der Gemeinwohlbilanz, die sollen von jedem Unternehmen intensiv dokumentiert werden. Dann haben die Banken ein Instrument, wie sie die Unternehmen bewerten können. Dann hat der Staat eine Berichtspflicht von Unternehmen. Und die Lieferkette, wie gesagt, die wäre da schon drin enthalten. Also das wäre etwas weniger Regulierung, aber ganzheitlicher und für die Unternehmen insgesamt ein bisschen weniger Aufwand. Jetzt ist genau das passiert, wovor ich versucht habe zu warnen, weil ich glaube, es ist nicht entweder ein Lieferkettengesetz, das Konzerne zwingt, entlang der gesamten Lieferkette Umwelt- und Menschenrechte einzuhalten, versus eine Gemeinwohlökonomie, weil ich bin natürlich auch der Meinung, dass wir ein Wirtschaftssystem brauchen, wo Mensch und Umwelt im Mittelpunkt steht und nicht die Profite einiger weniger. Und ich meine, ich bezeichne mich selbst als Sozialistin, wenn wir das schaffen, ja, alle gemeinsam zu sagen, so, und ab morgen haben wir ein neues Wirtschaftssystem, wo wir anders wirtschaften, dann brauchen wir kein Lieferkettengesetz mehr. Das wäre auch für mich der bessere Weg. Leider sind wir jetzt aber nicht so knapp davor, dass wir es jetzt irgendwie schaffen, linke Mehrheiten in ganz Europa auszurufen und tatsächlich irgendwie an einer neuen Wirtschaftsordnung zu arbeiten. Leider, sage ich auch dazu, ich wäre dazu bereit. Vielleicht geht es ja schneller als gedacht, müssen wir alles dazu in die Wege leiten. Aber solange das so ist, müssen wir im bestehenden System Gesetzesverbesserungen erwirken, die tatsächlich greifen. Und es ist überhaupt nichts überreguliert auf der Ebene, um das irgendwie so zu sagen. Wenn man zum Beispiel nur alleine das Thema Kinderarbeit, da ist jeder Mensch dagegen. Ich habe noch nie wen getroffen, der gesagt hat, mach voll super, wenn wir heutzutage, wenn ich zum Billa oder zum Hofer gehe und eine Schokolade kaufe, dann ist da wahrscheinlich, ist die mit Kinderarbeit hergestellt worden auf die Kakaoplantagen. Ich finde das so super. Ich kenne da keinen einzigen Menschen. Trotzdem nehmen wir das ständig in Kauf. Ja, also die Schokolade, die wir kaufen in österreichischen Supermärkten, ist die Chance, dass das durch Kinderarbeit entstanden ist, unglaublich hoch. Und das Problem wissen wir schon seit Jahrzehnten. Und da hat es freiwillige Verpflichtungen der Unternehmen. Da haben sie gesagt, nein, bis 2005 werden wir das reduzieren. Nein, doch bis 2020. Es ist immer noch nicht passiert. Es ist einfach Fakt. Und das ist jetzt ein Beispiel mit der Schokolade. Wir können uns das genauso anschauen mit seltenen Erden oder mit Konfliktmineralien, die wir alle in unseren Telefonen haben, in die Smartphones, ja, wenn wer von uns ein Smartphone hat. Wie werden die hergestellt? Unter schrecklichsten Bedingungen, in irgendwelchen Minen im Kongo, wo wirklich die ganze Zeit Menschen wirklich ihr Leben lassen, weil sie unter schrecklichsten Bedingungen arbeiten müssen, die wir uns gar nicht einmal vorstellen können. Das sind sklavenartige Bedingungen in einer bürgerkriegsähnlichen Situation im Kongo. Na, das wissen wir aber. Das wissen wir, das ist dokumentiert, dass große Handyhersteller wie Nokia von dort ihre Materialien bezogen haben. Aber die sagen dann, nein, aber ich habe sie nicht direkt bezogen, sondern ich habe einen Unterhändler, der hat einen Unterhändler, der hat einen Unterhändler, der bezieht die von irgendeinem Händler. Und wo wir die jetzt genau her haben, das können wir nicht sagen, weil das ist Unternehmensgeheimnis. Na super, da stehen wir aber dann irgendwann an und da ist gar nichts reguliert. Ja? Da sehen wir wissenden Auges, dass schreckliche Zustände herrschen. Was schon reguliert ist, ist für jeden kleinen Würstelstand, der irgendwo in Wien steht, was der für Abgaben zu zahlen hat. Und da, wenn du da mal 10 Euro zu wenig zahlst, wird die wer vom Finanzamt anrufen und sagen, hey, bitte zahl die 10 Euro. Da haben wir vielleicht sehr starke Regulatorien. Da bin ich schon bei euch, dass das auf mancher Seite sicher überbordend ist, aber in ganz vielen anderen Bereichen einfach gar nicht. Und dass man jetzt endlich einmal sagt, man braucht auch ein Gesetz, wo man weiß, dass viele Unternehmen, die einfach aus, ja, diese Lieferketten, wo man weiß, die sind nicht in Ordnung, dass man die nicht mehr länger tolerieren kann, das ist kein Entweder-Oder.
Das ist einfach was, was wir jetzt akut brauchen, weil wir jetzt akut diese Zustände haben. Und da könnt ihr jetzt mit der Schokolade, mit dem Handy, da könnt ihr jetzt weiter und weiter machen. In jedem zweiten Produkt, das wir im Supermarkt kaufen, ist Palmöl drinnen. Das wird hergestellt, das ist ein Wahnsinn, das wollen wir alle nicht. Da wird der Regenwald gerodet, dass dort Palmöl hergestellt wird. Diese Produktion, die müssen wir endlich stoppen. Und da soll das Lieferkettengesetz ein Baustein sein, sicher nicht der einzige. Was wir auch brauchen, ist endlich gewerkschaftliche Organisation, und zwar auf der ganzen Welt, weil warum wird in diesen Ländern produziert? Weil dort die Löhne so gering sind, weil man dort die Menschen am meisten ausbeuten kann. Auch das wäre ein Schritt. Das Dritte sind endlich faire Handelsabkommen. Nichts mehr mit Freihandel, sondern endlich mit einem geregelten Welthandel, der wirklich auch funktioniert. Also da braucht es ganz viele verschiedene Maßnahmen, aber die brauchen wir halt jetzt. Es sind ja genau die Punkte, wo jetzt man als kleines Unternehmen eigentlich keinen Einfluss hat. Also wenn wir jetzt hier in Österreich, viele haben, die freiwillig Gemeinwohlbilanz machen, ist das wunderbar. Aber jetzt zum Beispiel, ich meine, das eine Handy oder Smartphone braucht vielleicht mehr seltene Erden oder ist weniger fair wie andere Telefone. Aber im Prinzip ist es so, ich brauche es als Unternehmer, habe aber keinen Einfluss eigentlich drauf. Also insofern, was bringt es, wenn ich hier in Österreich was mache, wenn die Welt schlecht und übel ist? Es bringt immer etwas, den eigenen Ehepartner nicht zu schlagen und die eigenen Kinder nicht zu beleidigen und die eigenen Bäume nicht zu roden. Also jede gute Tat bringt immer was, als schnelle und direkte Antwort. Und ein Unternehmen, das heute eine Gemeinwohlbilanz erstellt und gestern keine erstellt hat, kann einen wertvollen Beitrag leisten zu einer globalen nachhaltigen Transformation. Ich möchte aber auch nicht, dass Missverständnisse zurückbleiben, darum möchte ich da nochmal auf zwei Punkte eingehen. Erstens, ich habe es eh gesagt, aber ich sage es nochmal, damit wir sehen, dass wir eh einer. Es sind wesentliche Sachverhalte unterreguliert und da braucht es sehr viel strengere Regulierungen. Alles, was du aufgezählt hast, bin ich dabei. Ich habe ein Modell für einen ethischen Welthandel vorgeschlagen, wo es einen Weltgerichtshof für die Menschenrechte gibt, wo der von Menschen angerufen werden können, wenn ihre Rechte, ihre Menschenrechte verletzt werden. Und dann gibt es viel Unwesentliches, was überreguliert ist. Das sind diese 34.000 Seiten Gesetzestext, weil die haben ja die Finanzmärkte nicht stabil gemacht. Das heißt, das müssen unwirksame und irrelevante Regulierungen sein. Und das, gut, du bringst es auf den Punkt, aber ich will nur sagen, es ist kein Widerspruch, dass wesentliche Bereiche unterreguliert sind und unwesentliche Bereiche überreguliert. Ja, und das andere, du sagst, es ist kein Entweder-Oder, genau das habe ich auch versucht zu sagen, es ist ein Sowohl-als-auch, wir brauchen sowohl das Lieferkettengesetz als auch eine Berichtspflicht. Darum versuche ich es noch einmal, weil das leider eine bisschen komplizierte Materie ist, aber wir haben zwei Richtlinien von der EU, die gerade kommen. Eine Richtlinie ist die Lieferkettenrichtlinie. Die heißt auf Englisch Due Diligence und auf Deutsch heißt sie Sorgfaltspflicht. Und es geht um unternehmerische Nachhaltigkeit in der Bedeutung, dass das Management verantwortlich ist, dass in den Lieferketten keine Menschenrechtsverletzungen und andere ökologische und soziale Schäden angerichtet werden. Und die andere Richtlinie, die Nachhaltigkeit-Berichterstattungsrichtlinie, es geht auch um unternehmerische Nachhaltigkeit, aber da geht es nur um eine Berichtspflicht. Das heißt, da müssen Unternehmen umfassend berichten, wie nachhaltig sie wirtschaften oder was sie für unsere demokratischen Grundwerte tun. Und mein Vorschlag für sowohl als auch ist, dass man das, was in der Lieferkette passiert, ja in diese Berichtspflicht integrieren kann. Und man kann ja in diese Berichtspflicht, das ist in die Berichtspflicht für die größeren Unternehmen, kann man integrieren, dass dann das Management dafür haftet und verantwortlich ist. Das ist ja also eine ganz benachbarte, enge Gesetzesmaterie. Und mein sowohl als auch würde hier als Nebeneffekt aus zwei Gesetzesstücken ein Gesetzesstück machen. Aber nicht, weil ich jetzt mein oberstes Ziel die Verringerung der Regulierungslast für Unternehmen ist, sondern unser oberstes Ziel von der Gemeinwohlökonomie ist, dass wir ein ganzheitliches und kohärentes Verständnis von Wirtschaften bekommen, in dem es eben primär um die Menschenrechte, um die Menschenwürde, um die Solidarität, um die Gerechtigkeit, um die Nachhaltigkeit. Und das würde eben erlauben, dass man ein paar Dinge einfacher gestalten. Und das wäre sozusagen unser Ansatz. Niemand will Kinderarbeit,
niemand will jetzt das direkt vor den Kopf gestoßen bekommen haben. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Gesellschaft, wo eine sehr neoliberale Wirtschaftsordnung ist. Ich sag mal, dass jetzt in der Bevölkerung so eine gewisse Geizesgeil-Mentalität nach wie vor besteht. Ein doch nicht unerheblicher Anteil unserer Gesellschaft ist irgendwie für seinen eigenen Vorteil bedacht. Und viele tun das aber auch aus einer gewissen Notlage, auch in Österreich oder in Deutschland heraus. Also die machen das ja nicht, weil sie grundlegend bösartig sind, sondern müssen so agieren, weil sie sozusagen in einem Einkommensfeld ist, wo ihnen nichts anderes übrig bleibt. Inwieweit findest du, gibt es Anhaltspunkte, dass das wirklich ein Wunsch der Gesellschaft ist? Nicht nur ein Glaubensbekenntnis wie in der Kirche am Sonntag, dass man eh glaubt und dann also nicht danach zum Saufen und zum was weiß ich was geht, und, sondern dass das wirklich ein Ruck durch die Gesellschaft ist, dass man so agieren will. Welche Anhaltspunkte gibt es dafür, dass unsere Gesellschaft solidarisch ist? Naja, also jeden Tag, glaube ich, der Mensch ist eigentlich ein soziales Wesen und der Mensch kümmert sich eigentlich um seine Mitmenschen und um seine Freunde und um seine Familie, und ich habe eigentlich nie kantige Sekunden jetzt diesen neoliberalen Vorstellung von einem Mensch, ja, der Homo economicus, der nur tut, was seinem eigenen Vorteil entspricht. Das ist, glaube ich, widerlegt jeder von uns jeden Tag. Und ich glaube, es ist auch nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen, wo halt jeder mit dem Ellbogen ausfährt und die ganze Zeit dem anderen einrammt, weil es ist letztlich dann auch nicht so schön für uns. Und ich glaube, dass das ja auf ganz vielen Ebenen, also wie gesagt, diese Beispiele, die waren jetzt vielleicht einleuchtend und halt irgendwie besonders zugespitzt, aber auch auf allen anderen Ebenen, wenn ihr irgendwo steht, niemand findet Ausbeutung prinzipiell gerecht, jeder hätte die gern nicht. Die Frage ist es in den eigenen Möglichkeiten? Ja, wir glauben ja immer, dass wir Ungerechtigkeiten über unseren Konsum bekämpfen können. Die Frage schon gestellt. Ja, können wir durch unser Einkaufsverhalten, durch unseren Konsum die Welt verbessern? Und so, wir können da vielleicht einen Beitrag leisten, aber wir werden nicht durch unser Art und Weise, wie wir einkaufen, die Welt verändern. Weil die Frage ist, was können wir überhaupt einkaufen? Haben wir überhaupt die absolute Wahrheit als Konsumenten, als Konsumentinnen? Ich gehe eine zum Hofer, sehe halt, das Produkt kostet so viel, das andere kostet 20 Cent mehr. Am anderen steht nachhaltig drauf, am anderen steht Öko drauf, am dritten steht Bio drauf. Was weiß nie, was das heißt. Ja? Also erstens haben wir als Konsumentinnen nicht die absolute Transparenz, leider. Ja? Also wir können, selbst wenn wir wollen würden. Und zweitens, wir hatten das Geld und wir hatten die Zeit und wir hatten die Möglichkeit, so einzukaufen, dass das wirklich alles passt. Die wenigsten von uns, wir erleben gerade eine Teuerung, wo 30% der Menschen ins Ersparte greifen müssen, um sich den Alltag leisten zu können. Viele müssen Schulden machen, um sich gerade das Wohnen und die Nahrungsmittel und die Energie leisten zu können. Also da jetzt, dass jetzt die Leute schuld sind, dass die jetzt nicht nebenbei auch noch irgendwie die Welt retten, wo sie eh schon schauen müssen, wie sie weiterkommen. Natürlich kaufen die Lebensmittel ein, die gerade billig sind oder in Aktion sind, und das muss man halt auch verstehen. Und deswegen ist jeder, der glaubt, dass man da mit moralischer Überheblichkeit, weil letztlich, wenn wir über Konsum diskutieren, diskutieren wir oft über Lifestyle-Choices. Ja? Wer hat denn welchen Lifestyle? Und der eine steigt dann als moralischer Sieger aus und der andere ist der Verlierer. Und was ist denn das für eine Debatte? So werden wir erstens nicht die ganze Gesellschaft mitnehmen, zum Beispiel, wenn es um die Klimakrise geht. Ja? Der die Erdbeeren im Winter kauft, den darf man dann alle gesellschaftlich ächten und sagen, du bist schuld und was weiß ich was. Das ist halt nicht, wie wir dorthin kommen. Wir brauchen die systematische Veränderung. Es ist nicht jeder individuell dafür verantwortlich. Wir sind als Gesellschaft dafür verantwortlich, dass wir überhaupt einmal anders eben wirtschaften können. Und das ist Gesellschaft, bedeutet natürlich jeder Einzelne von uns. Ja, wir können einen Beitrag leisten, einen kleinen, aber es geht auch um die grundsätzlichen Fragen. Wie produzieren wir, wie wirtschaften wir, wie handeln wir, wie funktioniert das auf der ganzen Welt und welche Möglichkeiten bleiben mir als einzelnen Menschen dann letztendlich? Und deswegen ist das alles auch eine politische Frage, und da müssen wir politische Verantwortung übernehmen, dass jeder Mensch überhaupt die Möglichkeit hat, so zu leben, dass er wirklich umweltfreundlich leben kann, dass er wirklich so leben kann, dass er sagt, okay, das ist jetzt für mich mit meinem sozialen Gewissen, das passt jetzt so. Für mich wird jetzt nicht irgendwo mehr ein Mensch ausgebeutet. Und deswegen auch die Idee quasi Lieferkettengesetz. Wie drehen wir denn da die Verantwortung weg? Wie kann denn die weg vom einzelnen Individuum die ganze Zeit sein? Du musst dieses und jenes kaufen, hinzu, warum wird es überhaupt so produziert? Ja, warum entsteht überhaupt die Ungerechtigkeit? Aber natürlich
müssen wir dann noch einen Schritt weitergehen und halt sich die Frage stellen, was sind die Orten und was sind die Regeln, wie wir wirtschaften. Ich habe das auch in der Schule gelernt, vor ein paar Jahren, da hat es damals einen Unternehmerführerschein, hat das geheißen, wurscht, den habe ich gemacht, und da habe ich gelernt, man tut dann wirtschaftlich handeln, wenn man einen Gewinn macht. Na super, das ist wirtschaftlich handeln. Wenn wir das unseren ja, Kindern, Jugendlichen und so weiter lernen, dann kann man nur am Holzweg ankommen. Aber letztlich die Frage, Entschuldigung, ich antworte zu lange, wie davon ausgeht, ob ich glaube, dass das die Mehrheit der Gesellschaft überhaupt will, und diese Geiz ist geil Mentalität und so weiter, das erlebe ich so eigentlich nicht. Es ist halt, jeder Mensch hat halt derzeit zu wenig oft, und in einer gewissen Knappheit ist es halt schwierig zu agieren. Aber dass die letztlich künstlich halt auch erzeugt worden ist, das muss man halt ansprechen. Es gibt mehr Reichtum auf der Welt als je zuvor. Es gibt mehr Vermögen als je zuvor. Es gibt Unternehmen, die sind mittlerweile so reich, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Es hat noch nie so viel Reichtum, so viel Macht, so viel Wissen konzentriert in den Händen von einigen wenigen gegeben. Also es ist auch eine Frage der Verteilung, und die müssen wir genauso stellen. Die Frage, wem gehört das Vermögen? Wem gehört dieses Wissen? Wem gehört die Macht? Wie können wir das alles demokratisieren und uns zurückholen? Aber jetzt nochmal das irgendwie zu fassen. Also selbst wenn man es jetzt strukturell macht, heißt es, dass das Schnitzel teurer wird. Also ob du jetzt das freiwillig machst und sagst, du machst das jetzt, weil du eine erhabene Gruppe hast, die den jetzt ächtet über Social Media, weil er einen Nicht-Bio-Schnitzel nimmt, oder ob du jetzt sozusagen per Lieferkettengesetz, Gemeinwohlbilanz, whatever, schaust, dass das Schnitzel immer Bio ist. Das Schnitzel wird für den Einzelnen teurer oder ist überhaupt kein Thema. Also das muss man mal ja sagen. Und jetzt ist es jemanden, der sehr gut verdient und der vielleicht auch, sage ich jetzt mal so frech, in unserer Bubble ist, kein Thema. Aber für andere ist es halt ein Thema. Und dann führt es eigentlich zu einer erhabenen Diskussion, dass die einen halt das sich nicht mehr leisten können und die anderen machen halt Bio und gesellschaftlich anerkannt weiter. Aber gerade die Landwirtschaft ist ja das beste Beispiel, dass es halt absolut absurd ist, wie es jetzt läuft. Wir dann fast die Hälfte des gesamten EU-Budgets fließt in die Landwirtschaft. Das sind alles Agrarförderungen. Das ist so viel, die EU gibt fast für nichts so viel aus wie für den Agrarsektor, wo wirklich unglaublich stark subventioniert wird, die Landwirtschaft. Und wenn wir uns das Geld anschauen, das da fließt, müssen wir uns die Frage stellen, fließt es anhand von ökologischen Bedingungen, anhand von naturnaher Produktion, anhand von, dass wir so Landwirtschaft betreiben, dass wir möglichst nah an der Natur sind, eben das Tierwohl damit eingeflossen ist und so weiter. Nein, das Geld fließt nach Größe. Je größer dein Betrieb, desto mehr wirtschaftliche Förderung bekommst du. Das ist absurd. Und das ist auch nicht nur auf EU-Ebene so, sondern zum Beispiel auch in Österreich. Das hat keiner mitgekriegt. Im Zuge vom jetzigen Teuerungspaket hat die Regierung auch wieder ein kleines Paket für die Landwirtschaft mit dazu gehabt. Das passiert übrigens fast immer, wenn es irgendwann ein neues Paket gibt, und die ÖVP ist in der Regierung, ist auch immer ein Teil Landwirtschaftssubvention mit drinnen, der schon wieder nach Größe fließt. Je größer der Betrieb, desto mehr Fördergeld bekommst du. Wissen tun wir eigentlich, dass die kleineren stärker gefördert werden müssten. Und alleine, wenn wir uns diese europäische landwirtschaftliche Produktion anschauen, dann ist das ebenso aus dem Ruder gelaufen. Dann sehen wir, dass da nicht mehr so produziert wird, dass das Schnitzel möglichst leistbar ist, sondern auch da, dass so produziert wird, dass größere Gewinne anfallen. Also gerade im landschaftlichen Bereich ist das schon lange kein fairer Markt mehr, sondern funktioniert aufgrund von extrem seltsamen Regeln. Und wenn wir das ganze Fördergeld anders fließen würden, dass wir sagen, okay, kleinteilige Biolandwirtschaften kriegen das Fördergeld, dann könnten die natürlich auch anders, auch besser produzieren. Und wenn am Ende des Tages dann rauskommt, dass das etwas teurer wird, und da gibt es verschiedenste Berechnungen, die manche sogar sagen, wenn wir das Geld nur besser einsetzen und das anders subventionieren, weil die Landwirtschaft kostet uns als Steuerzahler, Steuerzahlerin unglaublich viel, dann könnten wir trotzdem ökologisch produzieren und so, dass es leistbar ist. Also gerade der Sektor, wo ich immer denke, da geben wir so viel Geld aus und das fließt in so viele falsche Ecken, ist echt der Wahnsinn. Und wenn es ein bisschen teurer wird, okay, muss man halt aber auch schauen, dass die Löhne mitsteigen. Also das ist ja alles, das hängt ja alles zusammen. Und ich glaube schon, dass wir es schaffen können, Landwirtschaft so zu produzieren, dass jeder von uns gesunde Lebensmittel essen kann, dass wir alt werden, dass wir gesund sind, dass wir stark sind und gleichzeitig so, dass wir es sich leisten können. Ich glaube, es gibt einen
großen Berührungspunkt. Zunächst noch einmal zum Ausgangspunkt der Frage. Sind die Menschen mehrheitlich für solidarische Verhältnisse und für Umweltschutz? Alle Umfragen, die ich kenne, eindeutig ja. Und das mit einem Hintergrund an Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaft. Da kann man verschiedenste Umfragen nehmen, dass sich die Mehrheit wünscht, dass die gesamte Landwirtschaft biologisch und kleinteilig sein sollte. Man kann sich den Klimaschutzbürgerinnenrat in Frankreich, wo die Bevölkerung Frankreichs repräsentativ Vorschläge für verbindliche, gesetzliche Vorschläge für den Klimaschutz ausgearbeitet hat, die fünfmal so ehrgeizig sind wie die Klimaschutzpolitik der Regierung. Man kann für den Welthandel und für die Lieferketten, kann man sich den Bürgerrat in Deutschland für Deutschlands Rolle in der Welt anschauen, ebenso repräsentativ zusammengesetzt, wo ganz klar herausgekommen ist, dass Deutschland überhaupt keinen Exportüberschuss anstreben soll, sondern eine ausgeglichene Handelsbilanz und nur fairen und nachhaltigen Welthandel überhaupt zulassen soll, inklusive des einklagbaren Schutzes für die Menschenrechte. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung ist dort, wo du gefragt hast. Ja? Nur die Demokratie auf EU-Ebene, das sind ja politische Entscheidungen, die da zuwiderlaufen und in die Gegenrichtung wirken, auch auf österreichischer Ebene, die bewirken etwas anderes. Das heißt, es ist letztlich ein Demokratieproblem. Und die Gemeinwohlökonomie setzt genau hier an. Wir sagen, dass die heutige Wirtschaft, die führt dazu, dass die bessere Löhne zahlen, höhere Kosten haben, die mehr soziale Sicherheit bieten und die höhere ökologische Standards erfüllen, die haben höhere Kosten, dadurch höhere Marktpreise und dadurch einen Wettbewerbsnachteil. Und die auf das alles pfeifen, die haben niedrigere Marktpreise und dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist der Systemfehler in der Marktwirtschaft. Und wir schlagen jetzt seit mittlerweile 12 Jahren vor, dass die eben das Klima schützen und die Menschenrechte achten und für ein geringeres Maß an Ungleichheit sorgen, dass die ein bisschen weniger Steuern zahlen sollen, die ein bisschen mehr, dass die günstigere Finanzierung bekommen sollen, die entweder gar keine Finanzierung oder teure, dass die in öffentlichen Beschaffung Vorrang, die Nachrang bekommen sollen und so weiter und so fort. Und mit ein paar Anreizinstrumenten, die es heute schon alles gibt, weil den öffentlichen Einkauf der Stadt Wien, den gibt es schon und die Wirtschaftsförderung der Stadt Wien gibt es schon. Die Agrarförderungen sind ein Teil der Wirtschaftsförderung, völlig d'accord, dass die ausschließlich auf ökologische, soziale und Kriterien der Kleinstrukturiertheit der Landwirtschaft ausgerichtet werden müssen. Und genau das ist unsere Forderung. Und wo kann man das anknüpfen? Also woher weiß man, dass das eine Unternehmen förderwürdiger ist und das andere weniger förderwürdig? Vom Ergebnis der Gemeinwohlbilanz. Und das ist eben genau diese Berichterstattungspflicht der EU, wo auch hier bin ich bei dir. Die jetzige Version ist viel zu schwach und muss verschärft werden in der Bedeutung, dass Unternehmen nicht nur verpflichtet werden, also Kapitalgesellschaften nicht nur verpflichtet werden, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, sondern dass die auch dann extern geprüft wird und zu einem quantitativen Ergebnis führt, so wie es ja die Gemeinwohlbilanz auch tut. Und je nachdem, wenn dann, das ist jetzt das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz, je höher das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz, desto positiver die Anreize und je niedriger, je armseliger das Ergebnis in der Gemeinwohlbilanz, desto stärker die Negativanreize. Und dadurch werden dann die Produkte, sei es jetzt die Ernährung oder die Energie oder die Mobilität, wird dann die nachhaltige Ernährung und die klimafreundliche Mobilität werden dann preisgünstiger als diejenigen Ernährungsformen oder Mobilitätsformen oder Wohnformen, die auf Kosten der künftigen Generationen gehen. Und jetzt frage ich schon auch, weil wenn ich schon die Gelegenheit habe, mit dir als ehemaliger Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend und jetzt der Parlamentarier der SPÖ, wir bemühen uns hier in Österreich seit 12 Jahren, dieses alternative Wirtschaftsmodell in die öffentliche Debatte einzuspeisen, politikfähig zu machen. In der EU haben wir einen schönen Erfolg gefeiert und bald sind es 1000 Unternehmen, die das freiwillig machen, ohne dass sie irgendjemand dazu zwingt. Und wir sind immerhin in 33 Staaten. Und ich frage jetzt einfach direkt, kennst du innerhalb der Sozialdemokratie Debatten, dieses Modell, was ja vieles von dem, was du auch analysierst und forderst, beinhaltet, dass man das ein bisschen näher anschaut oder vielleicht auch mal da das erwähnt oder sogar sagt, hey, dieses Element der Gemeinwohlökonomie wäre eigentlich ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Ja, also
Grundsätzlich ist das Konzept ja, glaube ich, schon lange bekannt und viele Analysen daraus sind ja auch richtig. In manchen Punkten greift es halt aus unserer Sicht auch nicht weit genug oder in dem Sinne auch zu kurz. Die Frage, ob man sich damit beschäftigt, natürlich sehr viele, auf viele verschiedensten Orten und Weisen, dass wir endlich schaffen müssen, dass wir demokratische Gesichtspunkte, ökologische Fragen von Menschenrechtsstandards und so weiter auch in die Frage von, wie wirtschaften wir hineinbringen müssen, das ist ja auch nichts Neues. Auch die Arbeiterkammer beispielsweise schlägt mittlerweile alternative Berechnungsmethoden vor, wie messen wir den Wohlstand, wie messen wir denn wirtschaftliche Sinnhaftigkeit. Da ist man schon lange dabei, dass man weiß, okay, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das sollte eigentlich nicht mehr der zentrale Faktor sein, wie wir Wirtschaftlichkeit messen, weil das ist überholt und nochmal überholt. Und da gibt es auch von der Arbeiterkammer beispielsweise schon Modelle, wie man Wirtschaftswachstum positiv messen kann in der Zukunft. Vieles deckt sich da wahrscheinlich mit den Ideen der Gemeinwohlökonomie, vieles aber auch nicht. Ich glaube vor allem, dass es nicht nur dadurch funktionieren wird, dass wir sagen, ja, jedes Unternehmen kann da jetzt mitmachen und anhand dieser Bilanz fördern wir dann einige wenige, also die kriegen dann positive Anreize, die anderen kriegen dann vielleicht negative Anreize, vielleicht weniger in der öffentlichen Beschaffung oder müssen dann mehr Steuern zahlen und so weiter. Ich glaube, allein das ist aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. Ich glaube, dass wir das auch nicht über quasi die... Warum ist das zu kurz gegriffen, dass Amazon und Google und Nestlé mehr Steuern zahlen und die Biobauern, der Adama und die Kleinbauern, dass die weniger Steuern zahlen? Was greift daran zu kurz? Ich glaube, das sind Unternehmen, die gehören zerschlagen. Ich glaube, das braucht härtere Instrumente. Wir wissen schon lange, dass Unternehmen wie Facebook oder Amazon und so weiter, dass das eigentlich keine Unternehmen per se mehr sind, sondern Monopole, dass die schon längst nicht mehr im Sinne einer Wirtschaftlichkeit sind, dass dort niemand eigentlich mehr konkurrieren kann. Kein Unternehmen kann mit Amazon mehr konkurrieren. Das ist ein Marktplatz und ein bieten Produkte an in einem, wo wir schon sehen, da braucht es eigentlich härtere Regularien. Das müsste man in ganz verschiedene kleine Unternehmen zerschlagen, um wieder in irgendeiner Art und Weise konkurrenzfähig zu sein. Also ich glaube, in vielerlei Hinsicht müssen wir zum Beispiel weitergehen. Ja, ab welcher Größenschwelle sollen sie zerschlagen werden? Also vielen Dank für die Fragen, aber vielleicht führe ich jetzt dann aus. Ja, weil die Gemeinwohlökonomie fordert ja genau das. Wir sagen ja, dass ein Unternehmen nicht größer werden soll als 10 Milliarden Euro Umsatz. Das heißt, wenn du sagst, dir geht es weiter, dann ja, wir gehen auch dahingehend weiter. Vielleicht die eine Frage beantworte ich dir noch. Danach können wir es bilateral klären. Dass meiner Meinung zum Beispiel auch ehrlich gesagt werden muss, dass wir heute in einem wirtschaftlichen System namens Kapitalismus natürlich auch leben. Und das ist da frei nach Marx, auf den ich mich jetzt beziehen würde. Heute wir derzeit in ein System gekommen sind, wo Menschen dazu auf der einen Seite gezwungen werden, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Ja, Menschen, die nicht Besitz haben, die nicht vom Geld leben können, nicht vom Ersparten, nicht vom Erbe. Also der große Teil der Bevölkerung wird eben dazu gezwungen, arbeiten zu gehen, weil sonst verhungert man, schön dahingesagt. Und die anderen, die können eben von ihrem Vermögen leben, weil Vermögen sich ja auch vermehrt in unserem Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt leben. Und da geht es eben dahingehend, dass wir diese Klassengegensätze, die Marx schon vor vielen, vielen Jahren beschrieben hat, auch überwinden müssen. Also nicht nur mit einem Anreizsystem arbeiten, sondern tatsächlich die Klassenfrage dahingehend wieder stellen müssen. Und da bin ich bei Marx, der ja auch sagt, wir müssen dahin, dass der Mensch kein geknechtetes Wesen mehr ist, sondern dass er eben in einer quasi tatsächlichen Demokratie so leben kann, dass wir die Klassengegensätze überwunden haben. Aber jetzt, wenn man jetzt diesen Bereich aus der Gemeinwohlökonomie nimmt, wo es sozusagen um die Mitarbeiter geht, dann ist ja eigentlich alles, was jetzt wahrscheinlich im SPÖ-Parteiprogramm steht, ist dort enthalten, in dieser ganzen Gruppe Mitarbeiter, also Berührungsgruppe Mitarbeiter. Da geht es darum, dass eben der nicht mitarbeitet und nur Geldgeber ist, nicht mehr einen gewissen Prozentsatz mehr verdient. Also eigentlich sind diese von mir aus auch marxistischen Forderungen dort enthalten. Also insofern ist schon die Frage, warum man da in der Sozialdemokratie dann die Gemeinwohlbilanz irgendwie, ja, ich würde es auch fast, also ich interpretiere es auch so, dass es so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst wird oder gar nicht angefasst wird, so ein bisschen. Ich glaube, es ist halt ein ganz konkretes Konzept, das vorgelegt wurde, das man natürlich diskutieren kann und ich würde es jetzt ja gar nicht ablehnen in irgendeiner Art und Weise formulieren, weil vieles, ich habe heute nochmal auf die Homepage geschaut, dass ich irgendwie auch wirklich aktuell bin auf ganz viele Forderungen gestoßen, für die natürlich auch die Sozialdemokratie kämpft. Zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung habe ich dann auch wieder auf der Homepage gefunden. Also ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich, wenn wir uns hinsetzen, sofort könnten wir eine Liste mit 50 Punkten schreiben, für die wir gemeinsam kämpfen und ich glaube, das müssen wir ja auch. Also alle, die solidarisch
miteinander da, sich dafür einsetzen wollen, dass wir die Art und Weise, wie wir wirtschaften, verbessern, ist ja zu begrüßen. Und ich glaube, auch jedes Unternehmen, das da freiwillig mitmacht, ist natürlich zu begrüßen. Aber es wird halt nicht nur dadurch funktionieren, dass möglichst viele Unternehmen sich da jetzt freiwillig dazu bekennen, weil für viele ist es ja massiv schwierig. Also jeder, der da einen Beitrag leisten kann, leistet einen unglaublich wertvollen Beitrag. Aber ich weiß auch von anderen Unternehmen, die mir sagen, wenn Sie jetzt anfangen, da jetzt anders zu wirtschaften, wenn Sie da jetzt ein bisschen mehr zahlen, Sie sind in einem Bereich, wo es so knapp ist, wo die Gewinnspanne eh schon so klein ist, wenn Sie das machen, fallen Sie vom Markt und sind die anderen einfach billiger, Sie würden gern, Sie können nicht. Und da müssen wir alle gemeinsam Regulatorien finden, dass es überhaupt nicht mehr auf die Frage der Freiwilligkeit darauf ankommt. Und ich bin mir schon bewusst, es geht auch darum, das gesetzlich alles irgendwann zu verankern. Aber wie genau wir das dann machen, da gibt es ganz viele verschiedene Konzepte, die am Tisch liegen. Ich glaube nicht, dass die Sozialdemokratie jetzt per se da jetzt den Zielen entgegenwirkt, sondern wir das vielleicht in manchen Bereichen teilweise anders regeln würden. Aber dass man schaffen muss, dass ein Unternehmen eben so arbeiten kann, dass zum Beispiel auch Mitsprache im Betrieb möglich ist und so weiter. Ich meine, das war fast ein historischer Gründungsanspruch der Sozialdemokratie, dass man natürlich Arbeiter und Arbeiterinnen demokratisch auch das Recht haben, sich im Betrieb einzubringen. Also viele Punkte, für die kämpfen wir gemeinsam. Ja, ich möchte auch als Unternehmer ehrlicherweise sagen, dass jetzt jedes Unternehmen, selbst dass das nicht gemeinwohlbilanziert, nachhaltiger agiert wie sämtliche Bundesregierungen in Österreich zusammen. Wenn ich mich heute entscheide, ein Auto zu kaufen, ein E-Auto, dann wird das über 4 bis 8 Jahre abgeschrieben. Welche Regierung in Österreich hat in der jüngsten Vergangenheit 4 bis 8 Jahre nachhaltig Politik gemacht? Also ich glaube schon, dass KMUs ein wichtiger Beitrag sind, um nachhaltig zu agieren und wahrscheinlich in der Realität das eher tun als die österreichischen Regierungen der Vergangenheit und vor allem der aktuellen. Ja, ich werde jetzt sicher nicht die Verantwortung für sämtliche Regierungen der letzten Jahre übernehmen, weil ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, beziehungsweise war ich in keiner vertreten. Aber dass natürlich man uns auch anschauen muss, wie wirtschaftet die öffentliche Hand, ja, wo kauft die öffentliche Hand ein, das ist ein unglaublich großer Hebel. Das ist natürlich ein zentraler Punkt. Vieles davon ist aber auch nicht leider in der nationalen Entscheidungsfindung. Also vieles, wo man denkt, da wird zum Beispiel der Bürgermeister, der würde gern sagen, so, ich nehme jetzt den Betrieb, aber ich nehme nur den, der auch einen Lehrling ausstellt und ich nehme nur den, der auch auf die Frauenförderung schaut und 50% Frauen im Betrieb hat und ich nehme den, der regional ist, der in der Nachbargemeinde ist, weil der hat auch einen kürzeren Anfahrtsweg. Ha, so habe ich mir jetzt gut überlegt, ich nehme jetzt den Betrieb. Und dann kommt die EU-Wettbewerbsbehörde her und sagt, aber du hättest jetzt aber den aus Tschechien nehmen müssen, weil der ist um 0,5 Cent billiger als der andere. Dann hat der oft gar nicht die Möglichkeit. Also man muss auch sagen, dass sie die öffentliche Hand leider politisch, da sind viele Fehler begangen worden, sich selbst entmachtet hat. Man hat vor langer Zeit gesagt, dass man immer größere Teile des freien Markt übergibt, dass man da Regeln findet, wo man sagt, die Politik hat einfach immer weniger Handlungsspielraum. Und ich glaube, das war vieles, vieles falsch. Den müssen wir uns zurückholen. Natürlich müssen wir uns selbst entscheiden können, wenn man jetzt was ausschreibt. Man nimmt das Unternehmen, wo man wirklich sagt, das achtet zum Beispiel auf die Gemeinwohlbilanz. Ja? Das hat sowas, das bemüht sich freiwillig, das bildet Lehrlinge aus. All das und so weiter. Für das setzt sich die SPÖ aber auch schon, seit ich mich erinnern kann, ein, dass wir da endlich wieder dahin kommen, dass wir diese Ausschreibungsregeln und so weiter endlich wieder ändern. Es hat, nur ein letztes Beispiel, es hat in Kanada, das glaube ich war das, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, die wollten dort ganz ein großes neues Paket machen für erneuerbare Energien. Die haben gesagt, wir investieren da jetzt, Klimakrise, wir machen ein großes Programm und wir machen das alles mit regionalen Unternehmen. Die mussten das zurückfahren, die haben gegen die Welthandelsregeln verstoßen, weil sie da regionale Unternehmen bevorzugt haben. Das Projekt ist nicht zum Boden gebracht worden, weil man da eben gegen internationales Recht verstoßen hat. Und da müssen wir schon sehen, wir müssen an ganz vielen verschiedenen Schrauben drehen, um das wieder überhaupt zurückholen zu können, in unseren öffentlichen Gestaltungsspielraum zu bringen. Darum fände ich ehrlich gesagt die Idee, sich einmal zusammenzusetzen, so eine Liste zu machen, was sind die 3 ersten Gemeinsamkeiten, wo wir da Verschiedenes neu gestalten können, recht gut. Auf das letzte Problem fände ich das Modell eines ethischen Welthandels, was dann genau den umgekehrten Effekt hätte, dass nur noch die Unternehmen erfolgreich international handeln könnten, die sich eben an unsere demokratischen Grundwerte halten. Das wäre ein Punkt. Dann, um deine Metapher aufzugreifen, dass wenn die Unternehmen jetzt die
kleinen Unternehmen überfordert werden mit Berichterstattungspflicht und dann abfallen, weil es um 3 Cent teurer werden, der Effekt der Gemeinplans wäre, dass die abfallen, die sich weigern, das Klima zu schützen und die die Menschen schlechter bezahlen und die keinen Betriebsrat zulassen und die, die von der Verletzung der Menschenrechte profitieren, die würden dann runterfallen, weil deren Gemeinwohlbilanzergebnis würde so verhagelt werden, das gibt ja da auch Negativpunkte, dass die dann aus dem Markt ausscheiden würden. Und darum glaube ich, kenne da nicht so, ehrlich gesagt, ich kenne kein einziges zweites Konzept, das diesen Effekt hätte. Von daher wäre das vielleicht sogar einer der wichtigsten Punkte. Dann, wenn du sagst, du bist oder Teile der Sozialdemokratie sind für die Zerschlagung der größten Unternehmen, da fände ich es extrem spannend, mal über eine Schwelle zu sprechen. Ist das jetzt 10 Milliarden Euro, sind das 100 Milliarden Euro oder 1 Milliarde Euro? Aber was Konkretes habe ich in letzter Zeit noch nicht gehört und ich fände das extrem spannend, da konkret zu werden. Und das Letzte und Wichtigste überhaupt aus unserer Sicht ist, dass wir aus der reinen Kritik am Bruttoinlandsprodukt, dass wir da dieses Agglomerat aus Finanzkennzahlen, was nichts über die Lebensqualität aussagt, das BIP kann wachsen und wir können unglücklicher werden, wir können übergewichtig werden, wir können gestresster werden, wir können immer ungleicher werden, das Vertrauen kann sinken, die Sicherheit kann sinken, die Zahl der Kriege kann zunehmen und die Umwelt geht kaputt, aber das Bruttoinlandsprodukt wächst weiter, dass wir das als allererste Übung, und das wäre, vielleicht wäre das eine Gemeinsamkeit, dass wir das durch ein Gemeinwohlprodukt ersetzen. Das muss nicht zwingend Gemeinwohlprodukt heißen, aber unsere Vorstellung ist, dass in Österreich die Menschen in Österreich gefragt werden, was ist für euch ein gutes Leben für alle? Und von den Hunderten von Vorschlägen, die dann kommen werden, weil es da sicher unterschiedliche Vorstellungen gibt. Das ist aber kein Problem. Ja, ich bin auch skeptisch. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die Unterschiede so groß sein werden. Es wird zwar hunderte Vorschläge geben, aber dann kann man ja aussieben. Wir können die 20 Stärksten, die stärkste positive Resonanz auslösen, die können wir aussieben. Und hier gibt es internationale Untersuchungen, die in die Richtung deuten, dass das hochkonvergent ist. Das heißt, letztlich geht es uns, wenn wir uns auf 20 Faktoren, was das bestmögliche Leben, die höchstmögliche Lebensqualität ausmacht, werden Gesundheit und Beziehungsqualität und Lebenszufriedenheit und sozialer Zusammenhalt, Vertrauen, Sicherheit, intakte Ökosysteme, Demokratie und Frieden sind jetzt nur 7. Ja, und dann noch 13 weitere werden übrig bleiben. Und wenn man das an die Stelle des Bruttoinlandsprodukts bei der volkswirtschaftlichen Erfolgsmessung rücken, dann müssen alle wirtschaftspolitischen Instrumente, sei das jetzt die EU-Agrarförderung, sei das das Lieferkettengesetz oder sei das die Kreditprüfungsvorgaben für die Banken, die müssen alle berücksichtigen, was sie zur Steigerung des Gemeinwohlprodukts beitragen. Und die gute Nachricht ist, das Gemeinwohlprodukt kann nie zu groß werden, weil wenn wir noch gesünder sind und noch zufriedener und noch nachhaltiger und noch friedlicher, dann ist das nie ein Problem. Aber das Bruttoinlandsprodukt, das ist genau das Janusköpfige eines Mittels, das kann zu wenig sein. Darum waren wir einige Jahrzehnte lang extrem geil drauf, dass das immer weiter wächst, weil wir zu wenig gehabt haben. Und jetzt haben wir aber in einigen Ländern schon zu viel. Darum wird es jetzt immer mehr zum Bumerang und zum Fluch, wenn es noch weiter wächst. Und das ist einfach das falsche Maß. Und wenn wir schon über eine Liste von Gemeinsamkeiten eines Tages nachdenken sollen, dann fände ich eigentlich ein demokratisch zusammengestelltes Gemeinwohlprodukt die allerspannendste auf der Liste. Ich würde ganz gerne dann zum Schluss dann nochmal auf ein wichtiges Thema kommen, was mir, also wir werden die Gemeinwohlbilanz dieses Jahr durchziehen. Barbara, wir schaffen das, oder? Also was immer das Ergebnis bei der ersten Gemeinwohlbilanz sein wird. Und was mich eigentlich stört, auch an den Büchern von dir, ist irgendwie so die drohende Gefahr des Sozialkreditsystems. Wo unterscheidet sich die Gemeinwohlbilanz von einem Sozialkreditsystem, wie wir es jetzt schon sehr deutlich aus China erleben, dass es immer mehr Realität wird? Also mich kannst du jagen mit dem Sozialkreditsystem. Ich verstehe mich selbst als sozial-liberal ökologischen Ganzheitsdenker und ich habe
das Gemeinwohl als höchsten Wert auf der kollektiven Dimension des Menschen definiert, aber auf der individuellen Dimension die Menschenwürde. Und die beiden müssen immer in Balance bleiben. Das heißt, wir sollen den sozialen Zusammenhalt und die Verteilungsgerechtigkeit und die demokratische Mitbestimmung immer nur so weit leben, dass dabei die Menschenwürde, das heißt die Einzigartigkeit jeder Person und die Grundrechte jeder Person intakt bleiben. Das ist eine ganz entscheidende Balance, die sich durch alle meine Publikationen zieht. Diese Linie habe ich nie verändert oder verlassen. Und auf deine Frage gibt es eine ganz einfache Antwort. Das Sozialkreditsystem in China, das ich zu 100% ablehne, möchte natürliche Personen regulieren. Natürliche Personen sind Menschen wie du und ich. Und die Gemeinwohlökonomie macht hier überhaupt keinen Vorschlag. Und was wir regulieren wollen, sind juristische Personen, Unternehmen und Banken. Die haben keine Grundrechte, das sind keine Menschen, die haben keine Würde. Wir wollen diese juristischen Personen, aber natürlich jetzt nicht primär die kleinen nachhaltigen Familienbetriebe oder die Nachbarschaftsnetzwerke, sondern an erster Stelle mit Abstand am strengsten und nachhaltigsten bis hin zur Zerschlagung die transnationalen Konzerne. Das ist der Unterschied zwischen einem Sozialkreditsystem und der Idee einer Gemeinwohlökonomie. SPÖ und Sozialkreditsysteme. Die Maßregelung des Menschen, dass er sich brav und ordentlich verhält. Also ich weiß nicht, worauf diese Frage da jetzt in irgendeiner Art und Weise aufbaut, weil da in diese Richtung fordern wir nichts. Also ich wüsste nicht, wo die Frage in irgendeiner Art und Weise herkommt. Der Mensch muss, also wenn wir etwas brauchen, dann brauchen wir mehr Demokratie, dann brauchen wir mehr Freiheit. Und letztlich ist es ja der Kapitalismus, der, glaube ich, uns in dieser Hinsicht vor allem immens einschränkt. Ich bringe vielleicht noch einen anderen Punkt ein, der uns, denke ich, der bisher in der Debatte vielleicht noch nicht so präsent war, weil es natürlich schon auch um die Frage von öffentlichem Eigentum geht. Ja, um einen weiteren Punkt zu nennen, der jetzt vielleicht, also nur um das ein bisschen gerade zu rücken, dass natürlich jetzt der Gründer der Gemeinwohlökonomie hier vor allem für die Gemeinwohlökonomie argumentiert und das als bestes Modell sieht, ist jetzt natürlich nicht so weit überraschend, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass wir uns die Frage von Eigentum dahingehend stellen müssen, wenn wir uns das mit den aktuellen Energiemärkten anschauen, was da derzeit begegnet ist. Also wir haben ein derzeit so absurdes System, wenn wir uns anschauen, wie kommt der Energiepreis zustande, wie kommt jetzt über den Gaspreis sämtliche Energie jetzt zu dieser massiven Teuerung, obwohl ja eigentlich der Wind, die Sonne, das Wasser nicht teurer geworden ist. Trotzdem wird die Windkraft, die Sonnenenergie und die Wasserkraft teurer, obwohl nichts davon, wie gesagt, teurer wird, aber auf diesem absurden Marktsystem, den wir jetzt haben, führt es aber dazu. Und auch in der Hinsicht zum Beispiel würde, denke ich, das Mittel, das wir wirklich brauchen, die Rückführung ins öffentliche Eigentum brauchen. Früher war mal, dass man gesagt hat, die Energieversorgung ist ein Grundgut. Jeder von uns braucht Energie. Da hat jeder von uns ein Recht darauf. Das soll nicht von Unternehmen reguliert werden, die dann private Gewinne damit machen. Das soll in öffentlicher Hand sein, soll uns allen gehören, soll dadurch natürlich auch demokratisch reguliert werden können, weil wenn du unzufrieden bist, kannst du natürlich auch bei nächsten Wahlen dann auch ein dementsprechendes Zeichen setzen. Und wo wir jetzt erkennen müssen, dass das ein Fehler war, diese sämtlichen Bereiche wie den Energiebereich zu deregulieren, zu privatisieren und damit eben einer gewissen marktwirtschaftlichen Logik zu unterwerfen und nicht mehr der Logik, dass die öffentliche Hand sagen kann, sondern wir stützen jetzt die Energiepreise. Wir sagen jetzt, Energie kostet maximal so und so viel und drüber gehen wir nicht. Dass man da nicht mit Anreizen oder sonstigen arbeitet, sondern dass man einfach ganz streng eingreifen kann. Und ich glaube, das müssen wir uns in vielerlei Bereichen einfach wieder die Frage stellen. Überall dort, wo es um Grundrechte geht. Wohnen soll kein Markt sein. Wohnen ist ein Grundrecht. Wohnen muss die öffentliche Hand kontrollieren und sagen, so weit gehen die Mieten und drüber gehen sie nicht. Das ist bei der Energie genauso, das ist bei der Abfallversorgung genauso, das ist alles, was kommunale Daseinsvorsorge ist, wo wir zum Glück in der Stadt Wien immer noch viele, viele Bereiche haben, wo wir kontrollieren können. Deswegen sind die Mieten in Wien billiger als im Vergleich mit anderen Millionenstädten. Aber wo wir zum Beispiel auch sehen, die Frage von öffentlichem Eigentum ist eine ganz zentrale, wo einfach auch viele Fehler passiert sind in den letzten Jahren und wo wir jetzt den Preis dafür zahlen, weil wir jetzt in Österreich nicht eingreifen können in den Energiemarkt oder nur sehr schwer, obwohl wir das jetzt ganz dringend tun müssen. Das heißt aber, nur weil du fragst, woher die Frage herkommt, du schließt es aus, dass sozusagen der Einzelne ab Herbst für
durch gehöriges Verhalten und braves Sparen seine Energieration bekommt und seine Gaszufuhr bekommt, sondern dass im Gegenteil nicht der Einzelne irgendwie gemaßregelt wird, sondern Energiekonzerne oder Gaslieferanten. Also das ist wiederum eben eine ganz große Frage von, was ist überhaupt kollektiv möglich und was hat wer für Möglichkeiten. Also der Energieverbrauch hängt meistens damit zusammen, gerade im Winter, jetzt im Herbst, wenn wir wieder beginnen müssen zu heizen, wer wohnt denn in eheren neueren Häusern, da gibt es dann öfter schon eine Wärmepumpe, wer wohnt in veralteten Häusern, wo vielleicht noch die Gasheizung drin ist, wer hat denn ein gut gedämmtes Haus, wo die Energie wirklich gut genutzt wird, wer hat ein Haus, wo es zirkt, ja, wo die Energie vielleicht beim Fenster rausgeht, beim Heizen, weil es undicht ist und hat deswegen sehr hohe Energiepreise. Da ist ein immenser Unterschied, wenn man anschaut, wenn man eine Energierechnung zeigt, kann man sagen, okay, schlecht gedämmtes Haus, hoher Energiepreis, gut gedämmtes Haus, niedriger Energiepreis oder auch Wohnungsgröße. Wenn ich in einer extrem großen Wohnung wohne, wenn ich sehr vermögend bin, habe ich einen viel höheren Energiebedarf. Das ist auch wieder eine Frage von, wie viel Einkommen habe ich, wie viel Vermögen habe ich. Und wenn wir da jetzt als Staat sagen würden, das ist jetzt pro Kopf, wird das geregelt, das wäre massiv ungerecht. Und generell muss man sagen, sollte wirklich etwas passieren mit der Energieversorgung in Österreich, sollte da irgendwas zusammenbrechen, dann setzen wir uns als Sozialdemokratie dafür ein, dass die Haushalte so lange wie es geht natürlich die Energieversorgung haben und dass man vorher bei großen Unternehmen oder bei der Industrie natürlich beginnen muss abzudrehen. Also auch da sagen wir, bis zum Schluss müssen für die Haushalte, muss die Dusche warm bleiben, muss die Wohnung warm bleiben. Also da haben wir jetzt auch schon konkrete Pläne vorgelegt und natürlich kann man das, wenn man das pro Kopf rationieren würde, wäre das massiv ungerecht. Das ist gut zu hören, was du hier sagst. Und ich glaube, die Zeit ist vorangeschritten. Darf ich noch eins dazu sagen? Ein kurzes Abschluss. Ja, weil es wäre schade, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, aber muss die Wohnung warm bleiben und muss die Wohnung erhalten bleiben. Das sind Grundrechte und das ist Grundrechtsschutz, das sind ökonomische Grundrechte, da sind wir vollkommen auf einer Linie und da müssen eben juristische Personen so reguliert werden, notfalls nur gemeinnützige oder öffentliche Eigentumsformen zugelassen werden in Krisensituationen, damit die Grundrechte von Individuen gewahrt werden können. Und das ist auch eine der, vielleicht noch, die Gemeinwohlgemeinschaft mir hat die allermeisten Räder natürlich nicht erfunden, sondern wir übernehmen ganz viele Vorschläge von anderen, auch den Karl Marx habe ich selbstverständlich zitiert und die Elinor Ostrom, die sich für Gemeingüter einsetzt und die Mariana Mazzucato, die sich für eine Stärkung öffentlicher Güter einsetzt, ebenso. Wir haben einige Räder neu erfunden. Aber gut, das kann man ja in Ruhe auch in der Gemeinblöcke nachlesen. Ich möchte jetzt aber für eine Bemerkung schon noch meinen Hut der Gemeinblöcke kurz zur Seite legen und meinen Hut als freier Publizist und Privatperson aufsetzen zum Thema Sozialkreditsystem. Ein Impfpass und ein grüner Pass, der über die Ausübung oder die Einschränkung von Grundrechten entscheidet, das ist Teil eines Sozialkreditsystems. Das möchte ich hier nur analytisch anmerken. Und ich möchte jetzt gar nicht Partei ergreifen. Man kann sagen, dass bei den Pocken, wo die Infektion mit 30% Wahrscheinlichkeit zum Tod führt, eine Pflicht gerechtfertigt ist. Ob das bei Covid-19, wo eine Infektion mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 0,15 und die höchsten Zahlen, die ich kenne, 0,67% zum Tod führt, ob das gerechtfertigt ist, kann man geteilter Meinung sein, aber wo man nicht geteilter Meinung sein kann, ist, dass die Knüpfung der Ausübung oder der Einschränkung des Grundrechts an einen grünen Pass oder einen Impfpass, das ist Teil eines Sozialkreditsystems und das möchte ich, dass wir uns zumindest analytisch darüber einig sind. Na. Das kann man leider in der Einfachheit nicht zusammenfassen, da muss ich leider vehement widersprechen. Das ist kein Sozialkreditsystem, wirklich, 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 wirklich nicht. Wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, darf die SPÖ wird nicht mehr gewählt. Von 25 Leuten hat die... Vielleicht können wir die Diskussion danach noch verfolgen und vielleicht hat die Julia noch Zeit, irgendwie da das eine oder andere Gespräch zu führen. Es wäre spannend. Denn ja,
beide Meinungen auf dieser Bühne unterstütze ich. Ich unterstütze die SPÖ sehr gerne und ich freue mich auf die Gemeinwohlbilanz und dich als freier Publizist habe ich in den letzten 2 Jahren sehr zu schätzen gelernt. Präsentiert von DAKA Hausbetreuung GmbH.